sind wir jetzt eigentlich schon den Mönch hier angewatschelt kommt. Ja, guti. Spielladen, und zwar Muddy Town. Ja, hallo, hier ist wieder euer Muddy, und zwar mit einer neuen Aufnahmesession zu Foundation. Also dann, ich wünsche euch ganz viel Spaß, lehnt euch zurück und habt einfach eine schöne Zeit. So. Ich experimentiere nämlich hier gerade mal ein bisschen rum. Ich habe nämlich was Schönes überlegt. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich hier nebenbei Let's Plays aufnehme, kann man ja auch mal bei YouTube mal ein bisschen live gehen. Also dann schaut immer mal rein. Ja, vielleicht bin ich auch in dem Moment einfach gerade live, wenn ich hier irgendein Let's Play aufnehme. Plus dann nicht wundern, wenn ich das aufnehme, dauert es eine Weile, eh denn die Let's Plays jedenfalls auch auf meinem Kanal erscheinen. Deswegen hier könnt ihr quasi vorab schon mal ein bisschen sehen, was ich so alles Schönes fabriziere. So. Das letzte Mal hat man ja hier die Bäckerei gebaut und auch die gesamte Landwirtschaft, also hier die Windmühle, die Weizenfarm und auch die Bäckerei. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssten wir eigentlich jetzt relativ bald auch das erste Brot herstellen. Da freue ich mich schon drauf. So. Ach, haben wir nicht ein schönes Dörfchen? Ich finde hier immer noch das Türmchen schön, hier mit der Aussicht, wenn man hier schaut. Hier schön die Kirche, auch hier oben der Klöckner, der hat eine wunderbare Aussicht. Auch hier der Vogt hat eine wunderbare Aussicht. Und ich bin extrem neidisch auf das Gebäude hier. Ah, das sieht so schön aus. Herrlich, herrlich, herrlich. So, mal ganz kurz was einstellen. So. Wunderbar. Was war das gerade eben? Protokoll. Von den zwei Durchreisen entschieden sich zwei in sich in ihren deinem Dorf niederzulassen. Ey, cool. Cool. Wir machen noch ein bisschen Gewinn. Das passt. Ich sehe auch gerade, wir müssen jetzt langsam wieder Geld wahrscheinlich ausgeben, weil unsere Schatzkammer ist wahrscheinlich schon fast voll. So. Und dabei haben wir nämlich schon eine Erweiterung um 30. Müssen wir mal gucken, am Ende können wir das Gebäude noch gegebenenfalls ein bisschen erweitern. Bearbeiten. Holzerweiterung, Erweiterung. Wieder mal ein bisschen was halten hier. So. Da ein Türmchen, Hauptgebäude, eine Tür. Machen wir hier mal noch ein Türmchen hin. Dann könnte man nämlich hier eventuell noch einen zweiten. Eine zweite Schatzkammer bauen. Oder geht das nicht? Nein. Ich will hier nochmal ganz kurz gucken im Herrenhaus. Warum? Ach da. Könnte ich hier nochmal eine Schatzkammer reinpacken? Ja. Okay, also bauen wir hier definitiv das Stückchen hier nochmal aus. Bau beginnen. Zwölf Neuankömmlinge. Das ist so ein bisschen genial. So. Das. Die produzieren schön Weizen. Die haben schon 23 Mehl. Cool. Ah. Und wir haben jetzt auch zwei Bäcker. Hier, würde ich mal sagen, machen wir mal. Entweder das oder das. Enthält Mineralien. Das ist geradezu wichtig. Ja, da könnten wir nämlich hier noch nicht anfangen, auch Mineralien herzustellen und dann später auch eigene Werkzeuge zu machen. Dann brauchen wir sie nämlich immer nicht kaufen. Dann können die vielleicht später auch verkaufen. Okay. Lack. Gut, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch einen Marktplatz, der dann auch
Wie heißt es? Brot verkauft. So, wie war das? Nein, so nicht. Na, los. Das letzte Mal konnte ich doch so schön hier das hier machen. Ja, meine Güte. Kaum macht meinen ersten Livestream, geht hier alles gleich schief. Bin noch ein bisschen aufgeregt. Ach, vielleicht noch mal einer ein bisschen zuguckt. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal nach links schaue. So. Ah, sowas. Okay, da ist der Holzschemel. Wo war das? Wo ich bin ja schon hart am überlegen bin, eventuell nochmal einen neuen Marktplatz. Ja genau, bauen wir hier unten nochmal einen Marktplatz. Das passt doch viel besser hier unten, sind doch die ganzen Bürger. Marktplatz? Ja, das. So. Hier ist der Schemel. Dann machen wir noch Schild für einen Lebensmittelstand und wir machen mal ein blaues Zelt hier noch drüber. Genau. Bau beginnen. Ich finde das Spiel hier wirklich so witzig gestaltet. Also wirklich so ein bisschen Comic-Stil-mäßig gemacht, aber total liebevoll. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was können wir denn reinpacken? Steine, Steinblöcke. Das sind auch Steinblöcke, Bretter, Kohle. Dann packen wir hier mal gleich dann noch Eisenerz rein. So, der macht nur aus Stein das. Ah, okay, gut. Dann bräuchten wir hier wahrscheinlich mal noch einen Steinbruch. Wo war der gewesen? Da. Ungültige Position. Zack. Wir beginnen. Wir können nämlich hier die Steine gleich gemacht werden und hier rüber gebracht werden. Das ist aber ein bisschen schneller, als wenn der Weg immer... Sehr schön. Ich will mal ganz kurz gucken. Wohngebiet. Okay, hatte ich gesagt, da nicht. Da bitte auch nicht. So. Wir könnten nämlich hier fast nochmal auch ein Holzfäller vielleicht nochmal machen. Oh, naja, warte mal erstmal noch. Wenn wir das Gebiet dann hier noch haben, dann würde ich hier vielleicht noch einen Holzfäller auch nochmal hinsetzen. Aber aktuell haben wir mehr als genug Holz. Und wir haben... Oh, 56 Brot. Ich bin mega begeistert. Was macht denn eigentlich hier unser neuer Marktstand? Oh, gerade gebaut. Sehr schön. Und auch das neue Türmchen. Können wir da eigentlich nochmal eine Schatzkammer reinsetzen und dann passt das ganz gut. Von den vier Dolchrechnen schienen sich vier sich in ihren Dorf niederzulassen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. So, mal gucken. Was bräuchte man jetzt eigentlich alles um die... Wir haben die Bäckerei, haben wir schon. Eine Köhlerei. Stellt Kohle aus Holz her. Eisenschmiede? Kohle? Aus Kohle stellt Werkzeuge aus Kohle und Eisen und die Eisenschmelze macht Eisen aus Eisenerz. Ah, okay, also wir brauchen auf alle Fälle hier noch mal dann eine
einen zusätzlichen Holzfäller. Weil wir werden hier unten sehr viel Holz dann benötigen. Dann stehe ich hier schon mal um. Dann lagere hier bitte keine Bretter ein, sondern bitte Holz. Und dann werde ich mal hier so noch einen Holzfäller hinbauen. Wird zwar den Dorfbewohnern hier nicht ganz so gefallen, aber das ist mir jetzt gerade wichtiger. Bitte Baubeginn, danke. Haben wir noch. Wir haben schon 3 Baumeister. Auch nicht schlecht. Und wir haben keine Bretter. Ja, dann können wir da erstmal ein paar freie Dorfbewohner hinpacken. Warten auf Baumeister. Na, gegebenenfalls müssen wir vielleicht irgendwo anders auch nochmal ein Baumeister dann hinbauen. Ja, der hat sich natürlich auch cool schon positioniert hier. Richtig schön oben. Am Hang. Ein Wohnhaus. Juhu. Direkt neben der Mühle. Hat ja auch was. Also wie gesagt, hier die Mühle, dem Müllermeister, den beneide ich jetzt schon. Der hat auch natürlich einen genialen Ausblick. Hier schön, ich sag mal, vom Berg runter auf die Wiesen und aufs Wasser. Herrlich, herrlich. Okay, jetzt haben wir dann quasi hier dann den Holzfäller. Bin ich überlegen, wo baue ich am besten die Köhlerei und die Schmiede und das Ganze hin. Wir bräuchten nämlich jetzt die Köhlerei, die kostet uns 100. Ah, die können wir hier hinsetzen. Wunderbar. Bau beginnen. Wir brauchen die Eisenschmelze, die kostet 150. Ja, da warte ich mal noch ein bisschen. Ich will mir mal gerne so 150, 200 mal ein bisschen als Puffer lassen, damit ich hier nicht allzu schnell pleite gehe. Und noch passt es so ganz gut. Also wenn wir jetzt noch mehr Dorfbewohner kriegen, Unlimit, dann müssen wir auf alle Fälle noch mehr Fläche kaufen, noch mal Weizen herstellen, noch mehr Beeren sammeln und ja. Da gibt es dann sehr viel zu tun. Okay, Speicherplatz ungenutzt. Machen wir da mal ein bisschen Brot rein. Ungenutzt Brot. Und ein freien Dorfbewohner auch gleich noch mit rein. Gut, jetzt haben wir hier noch einen Holzfäller. Und dann können wir mal noch gleich die Ausbauzonen abbauen. Ja. Hier bitte weg. Und hier bitte auch weg. Ach, es hat schon eingerichtet. Sehr schön. Sehr schön. Und hier war ja irgendwo das Mineralienlager. Dann kann ich schon mal sagen, hier bitte auch alles abbauen. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir das so gedacht, wie gesagt, ich nehme hier ich spiele hier parallel, nehme also quasi meine Let's Plays auf. Ich gehe auch parallel quasi auch live. So habt ihr jedenfalls auch die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, Mensch, was macht denn der Manni? Und ihr habt auch Chance, quasi ein bisschen Einfluss auf die Let's Plays zu nehmen. Das heißt, ihr könnt dann auch mal Fragen stellen direkt zum Spiel, die ich dann quasi auch in den Let's Play auch gleich beantworten kann. Und ihr habt auch, wie gesagt, die Chance, es zu beeinflussen. Wenn ihr sagt, Mensch, Manni, bau doch mal das oder mach mal dies oder mach mal jenes. Da bin ich auch gerne bereit, mich auf eure Wünsche und Bedürfnisse auch voll einzustellen. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten, dass hier alles gebaut wird. So. Holz. Holz. Steinblöcke 57, Wahnsinn. Ah, davon haben wir gerade mehr als genug. Ah, okay, der zweite Turm hier ist auch fertig. Ihr könnt mir nämlich hier sagen, mach bitte nochmal eine Schatzkammer raus. Dann können wir nämlich hier deutlich mehr, auch ein bisschen bunkern.
Guck mal, ein bisschen mehr in den Puffer reingehen. Okay, Handel. Handelswaren. Könnte man auch mal sagen, wir verkaufen Brot. Aber auch nur bis zum Wert von 40. Oder sagen wir mal, ja, machen wir mal 40. So haben wir mehr als genug Puffer, falls ein Auftrag vom König kommt. Und unsere Leute werden definitiv nicht verhungern. Und ich glaube, Brot lässt sich echt gut verkaufen. Sollte auch ein bisschen was wert sein. Können wir mal gucken. Brot. Kauft er uns das? Ab. Ah, leider nicht. Ah, wir können aber hier unten eine neue Handelsware machen. Und das heißt, der würde... Das mache ich auch gleich mal. Das heißt, wir haben jetzt quasi noch einen zweiten Handelspartner und der kauft auch Brot, oder? Ah, nee, verkauft Brot für 20. Na gut. Ah, da würde uns Honig, Fischfutter nehmen. Was, dann kauft der? Der kauft Bären. Oh, der kauft doch Steinblöcke. Von Steinblöcken aktuell brauche ich nicht so viele. Würde ich mir auch mal welche verkaufen. Und zwar alles, was über 50 ist. So. Warten auf Baumeister. Beförderung verfügbar. Naja, da warte ich mal lieber noch ein kleines bisschen mit. Ich zahle 1000, um alle irgendwo zu machen, weil die haben auch enorm höhere Ansprüche, weil die wollen dann auch mehr Nahrung, die brauchen dann auch Kleidung und Unterkünfte und alles. Ja, da warte ich mal lieber noch ein bisschen. Und die wollen jetzt hier bisher eigentlich aktuell nur Kirche haben und ein bisschen Unterkunft. Obwohl wir doch nicht die Level 3er, die können wir mal machen. Die haben sich definitiv verdient. Zumindest mal zum Leibeigenen machen. So. Das haben wir. Die Fischhütte können wir nämlich schon bauen. Ich bräuchte 20 Gemeine, um die Jagdhütte zu machen. Ganz schön viel. Okay. Hier ist unser kleiner Holzfäller. Die müsste jetzt auch langsam hier ein bisschen Brot verkaufen. Hat sie auch schon gemacht. Sie hat schon 2 Brote verkauft für 24. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist noch ein Brunnen. Da werde ich mal hier hinten... Ach, da ist auch noch einer. Gut, der müsste quasi hinten das alles noch ein bisschen mit versorgen. Ich habe nicht irgendwo festgestellt, dass es auch wichtig ist, dass man auch Brunnen hinbaut. Und ich habe hier noch mehrere freie Bürger. Dann bauen wir mal hier noch einen rein. Können wir hier noch einen reinpacken. Geht nicht mehr. Okay. Gebäude fertiggestellt, Steinbruch. Oh, jetzt habe ich natürlich gerade wieder keine freien. Okay, dann hole ich hier mal wieder einen raus. Ein Mensch nähert sich eurem Dorf. Sehr fein, sehr fein. Jetzt haben wir schon für 38 Leute Klöpsel geschaffen. Ja, wunderprächtig. Jetzt bräuchte ich mir sogar noch mehr, damit der auch die coole Reihe langsam anläuft. Wo flitzen die hier eigentlich rum? Der hat gerade frei. Okay, der hölzt das hier gemütlich weg. Wo war denn der Förster? Gebiet? Aufforstung? Ja genau, da hatte ich ja gesagt, ich würde hier so eine kleine grüne Lunge dabei haben. Und wir könnten mal sagen, das bitte auch aufforsten. Ich mag das immer, wenn so eine Stadt auch ein bisschen grün mit dabei ist, dass nicht alles weg ist.
Auftrag, baut einen hölzernen Bockfried. Okay. Sehen wir jetzt eigentlich schon den Mönch, wie er angewatschelt kommt? Ja, da ist er. Die Frömmigkeit in Person.